Hallo, wir bauen gerade auf für die Symphonie der Pflanzen. Heute Abend möchte ich da ein kleines Konzert geben und auch Musik von Pflanzen generiert spielen lassen, zusammen mit Licht. Aber jetzt bauen wir gerade auf und ich wollte so ein bisschen erklären, wie das funktioniert, was das System dahinter ist. Also eine Pflanze, das vergisst man manchmal, ist ja ein Lebewesen und das, was dieses Gerät hier macht, ist sowas wie ein EKG, also die misst die Lebendigkeit der Pflanze. Zum Beispiel wird ja Wasser transportiert, es ist die Photosynthese und diese ganzen Sachen. Und je mehr abgeht, desto mehr Unterschiede, desto mehr Schwankungen gibt es in der Pflanze und das wird gemessen mit diesen Teilen und dann in Musik umgewandelt. Das heißt, wir erleben, wie Musik generiert wird durch diese Pflanze. Die macht natürlich jetzt nicht selbst Musik, aber man merkt durch die Musik, dass sie lebt. Und ich schließe das jetzt einfach mal an. Da drüben haben wir Lautsprecher und wenn ich das hier anschließe, dann wird Musik gemacht sozusagen. Genau, das ist jetzt Musik, was von der Pflanze generiert ist. Das Besondere bei der Symphonie der Pflanzen ist, dass wir verschiedenste solche Lautsprecher haben, verschiedene Pflanzen. Wir passen das in der Tonart an, dass es harmonisch zueinander passt. Verschiedene Klänge, verschiedene Sounds von verschiedenen Pflanzen, die dann eine Einheit ergeben und mit Licht zusammen ja, so dieses Erlebnis Klanggarten gibt. Und dann spielen wir noch dazu. Und das ist dann diese Symphonie der Pflanzen. Wir sind noch am Anfang, wir experimentieren immer weiter. Aber ich denke, das ist ganz toll, auch um zu sehen, wie eine Pflanze lebt. Ich mache das jetzt mal wieder ab. Und wenn ich eins abmache, dann kommt schon keine Musik mehr. Das ist jetzt der Nachklang. Und wenn ich das jetzt wieder dran mache, dann wird wieder Musik generiert, weil es diese Unterschiede in den Strömen der Pflanze messen kann. Und jetzt kommt wieder ein bisschen zumindest Musik. Es hängt auch davon ab, wie die Pflanze drauf ist. Ich mache es woanders hin. Ja. Also wie die Pflanze gerade so im Tag so drauf ist. Also morgens, wenn die ganze Nacht keine Sonne da war, dann gibt es meistens weniger. Abends kann es auch weniger sein, weil sie vertrocknet ist. Also man kann dadurch auch sehen, wie die Pflanze sich im Laufe des Tages, auch der Nacht, entwickelt und was da passiert. Ist auch ganz spannend, wenn ich das hier wegmache, dann hört ja die Musik auf. Wenn ich jetzt aber mich wieder als Mensch sozusagen mit der Pflanze verbinde, hier anfasse und hier ranfasse, dann fließt der Strom sozusagen durch mich durch und die Pflanze und ich zusammen, wir machen Musik. Jo, das ist erstmal der erste Teil der Vorstellung. Wie das mit Menschen funktioniert, das erklären wir auch gleich. Also bis später. So, wir haben das vorher schon mal mit den Blumen erklärt. Und jetzt versuchen wir das mal mit den Menschen. Hier ist die Annalena. So, du fasst mal hier an. Und jetzt mal auf der anderen Seite. Mal gucken, ob das bei dir, ob da ein Sound kommt. Tja, Micha, probier du mal. Aber vielleicht, jetzt probieren wir mal, ob ihr zusammen was, weil die zwei gehören ja zusammen. Wir gucken jetzt mal, ob die zusammen Musik hinkriegen. Also, ich fasse mal hier an und hier. Oh, also ich würde sagen, ihr gehört zusammen. Ihr seid wie füreinander geschaffen. Super. Und jetzt probieren wir nochmal was. Pass mal auf. Jetzt nehmen wir noch eine Blume dazwischen. Achtung. Jetzt nehmen wir mal das Ding hier hoch. Diese Sonnenblume. Und jetzt, pass mal auf. Jetzt klebe ich hier eins fest an der Sonnenblume. Und jetzt gucken wir mal, ob du die Sonnenblumenenergie zu mich herüberkriegst. So. Krass, hä? Ich denke, das liegt daran, dass du barfuß bist. Das ist echt cool. Manchmal weiß man gar nicht genau, warum was funktioniert. So, jetzt lass mal los. Und dann hört's auf. Cool. Und nochmal, dass man auch sieht, ob das funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Also das mit der Pflanze klappt schon mal ganz gut.
Ich will das Ganze ja auch mal als Partnerschaftstest vermarkten. Vielleicht nützt das auch was. Ja? Also mit den zwei funktioniert es schon ganz gut. Ich würde sagen, ihr seid in einer Harmonie. Gut, noch einmal probieren. Und hier? Hervorragend. Jetzt mal an der Hand halten und was probieren. Ne, die andere Hand hier. Gebt euch mal die Hand. Das ist krass, oder? Also manchmal weiß ich nicht, warum. So, jetzt müssen wir mal, geht mal ein bisschen näher zusammen hier. Jetzt machen wir hier am Herz. Wunderbar, wunderbar. Das funktioniert unglaublich, sehr schön. Ach, ich finde das total romantisch jetzt hier, diese Stelle. Und wenn ihr wissen wollt, ob das bei euch auch funktioniert, dann müsst ihr vielleicht mal zu mir kommen. Sehr schön, also ich bin beeindruckt. Und jetzt geht das eigentliche Konzert los, da müsst ihr aber wahrscheinlich aufs nächste Video umschalten. Dankeschön, bis gleich.